Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ihr wundert euch sehr wahrscheinlich, warum ich hier sitze und nicht Konrad. Das hat folgenden Grund, denn ich werde Konrad heute überraschen und ihn einmal von der Schule abholen. Und dann schauen wir mal, was der Tag so bietet und was wir zusammen erledigen und machen können und werden euch dabei mitnehmen. Ich weiß nicht, ob ihr ihn schon sehen könnt. Vom Weiben ist es echt schwer zu erkennen. Doch, doch, da sieht man ihn schon. Er kommt angelaufen. Da haben wir ihn ja. Hallihallo, na? Wie geht's? Normal, ne? Normal, gut. Steigen Sie ein. Yes. Wissen Sie, was wir jetzt machen? Ja, wir drehen ein Video. Ja, und was wollen Sie essen? Keine Ahnung. Ich würde sagen, damit starten wir jetzt nämlich und werden jetzt erstmal gemeinsam was futtern gehen. Du siehst voll fertig aus, alles gut? Ja, wir haben heute Englisch LK geschrieben, ich habe richtig verkackt. Das klingt gar nicht gut. Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, Konrad, und du sagst mir jetzt am besten erstmal, was wir essen wollen. Dann werden wir nämlich heute noch mein Auto aufräumen und ja, haben Sie noch Anliegen für heute? Nee, eigentlich nicht. Gut, dann sehen wir uns gleich wieder, wenn wir gefunden haben, was wir essen wollen. Wahrscheinlich wissen sehr viele Leute, die Marie-Louise kennen, wie ihr Auto aussieht. Es besteht zu 90% aus Klamotten. Hier ist mehr Klamotten drin und Müll, ja. Also, es ist wirklich schlimm. Ja, auf jeden Fall hat Marie-Louise aber auch sagen, ich habe meinen Kleiderschrank aussortiert. Es war bitter nötig. Und die Sachen sind halt alle in meinem Kofferraum und blockieren genau alles. Und jetzt sind wir hier bei der Altkleider. Und da werde ich jetzt erstmal die ganzen Sachen drin entsorgen, damit ich mal wieder Stauraum in meinem Kofferraum habe. Hier kann man jetzt nochmal Marie sehen, wie sie die Sachen wegschmeißt. Oder besser gesagt, zu probieren. Schmeißt rein! So, und jetzt laufen wir noch einmal hier hin, um einen Einkaufswagen zu holen. Denn ich habe auch so massiv viele Pfandflaschen in meinem Auto. Die müssen wir jetzt erstmal alle rausholen und dann dahin bringen. Da ist auch schon Konrad. So, wir sind jetzt hier Mach am mal die anderen Sachen schon. Automaten angekommen. Und Konrad und ich machen das jetzt einmal hier alles rein. Hä? Jetzt habe ich schon. War zu langsam. Ach Mann, nee, jetzt war es zu langsam. Aber ja, es waren auch tatsächlich nur 4 Pfandflaschen, die wir jetzt einmal wegbringen werden und dann den zweiten Morgen. Perfekt. Und jetzt könnt ihr mal ausrechnen, wie viel das zusammen gibt. Schreibt es in die Kommentare. Auf jeden Fall. Wir sind jetzt hier im Rewe und kennt ihr diese mega geilen Schokofrüchte vom Weihnachtsmarkt? Ich habe mir die jetzt einfach mal genommen. Konrad isst die ja leider nicht. Ich finde, die sehen verlockend aus. Ja, sind jetzt auch gar nicht so teuer. Ich kann euch mal auf den Preis filmen. Also 2,45 Euro. Am Weihnachtsmarkt kosten die einfach über 5 Euro. Würde ich sagen, richtiger Sparfuchs und die lasse ich mir gleich schmecken. Also Marie hat sich ja jetzt solche Schoko-Äpfel geholt und ich habe mir wie immer ein Paket Weintrauben geholt, weil Weintrauben einfach kalt sind. Und ich weiß gar nicht, wie diese Frucht heißt. Ich glaube, das ist eine Pflaume. Ist eine Pflaume? Aber die sieht riesig aus. Also Konrad hat schon extrem große Hände. Leg das sonst mal in meine Hand. Also Leute, ich weiß ja nicht, das ist größer als eine Orange. Ich weiß nicht, was damit passiert ist. Aber ja, wir haben uns entschieden, dass wir doch nur so Snacks halt kaufen. Und Konrad isst jetzt seinen Obstgarten und ich esse meine leckere Schoko-Erdbeere. Und ja, Deo durfte auch nicht fehlen, ne? Den isst du natürlich auch, ne? Ja, wir wollen ja auch nicht stinken. Besser ist das, ja. Und das werden wir jetzt snacken. Also Marie tastet jetzt mal die Schoko-Erdbeere. Genau, also einmal habe ich schon reingebissen. Ist ein Hochgenuss. Ich muss nur aufpassen, dass mir hier der ganze Kram nicht so runterfällt. Aber ich kann euch das auf jeden Fall mal empfehlen. Super lecker. Zum Glück geben die einem so eine Schale mit. Ich sag's euch. Aber die Erdbeeren, obwohl keine Saison ist, sind echt lecker. Wie würdest du sie bewerten von der Skala von 1 bis 10? Eine 9. Also wenn ich mir Schoko-Erdbeeren hole, hole ich mir immer weiße Schokolade. Mm. Warum holst du die braune? Ich mag keine weiße Schokolade. Zu Hause esse ich eigentlich nur Zartbitter und das ist jetzt so vollmilch mit Zartbitter. Und die Kombi mit dieser Erdbeere 10, also ist doch eine 10 von 10, nicht nur 9. Ein super leckerer Snack, würde ich sagen. Schreibt mal in die Kommentare, welche Schokolade ihr am liebsten esst. Und ich probiere jetzt mal diese angebliche Pflaume. Sie ist so rosa an drin. Das ist keine Pflaume. Was ist das? Pflaumen sind von... Ey, ich glaube, wir sind dumm. Ich glaube, das ist eine Nektarine, oder? Nein, eine Nektarine. Oh, ich weiß nicht. Nee, eine Nektarine ist es auch nicht. Schreib mal in die Kommentare, was es ist. Zwetschge, stopp. Nein, eine Zwetschge ist sowas ähnliches wie eine Birne. Nein, eine Zwetschge Doch. Ist nicht... Doch. Nein, also
Jetzt wird einmal eine Zwetschge eingeblendet. Also eine Zwetschge, ist nichts wie eine Birne. Eine Zwetschge ist, nein, Zwetschgenkuchen sieht aus wie Pflaumenkuchen, da bin ich mir ganz sicher. Ja, wie der Kuchen aussieht, das ist ja was ganz anderes, aber die Frucht an sich. Ja, sieht aus wie eine Pflaume. Nein. Doch, das ist doch keine Birne. Auf jeden Fall probier hier jetzt die grünen Weintrauben, die sind bestimmt am geilsten. Irgendwie feiere ich die grünen lieber, weil die noch knackiger sind, anstatt die roten. Leckere? Weintrauben einfach so. Einfach geil. Ich liebe einfach Weintrauben. Ich kenne niemanden, der so viel Weintrauben isst wie du. Weintrauben sind einfach so lecker. Und das Obst, was undefinierbar ist. Aber Obst allgemein immer am besten. Ich glaube nicht, wer uns gerade einfach erschreckt hat. Hallo, meine arme Schwester Hella. Ich muss eigentlich das Video jetzt einblenden, denn ich habe dich hier gesehen, habe dann drei Plätze weitergeparkt und habe dann ein Video gemacht und mache dich so richtig erschrocken. Dich habe ich noch gar nicht gesehen. Was machen Sie da? Aus dem Stall, wie man sehen kann. Ich habe noch ein bisschen Leergut dabei. Ey, und das ohne Spaß, genau das haben wir gerade weggebracht, weil mein Auto auch voller Leergut ist. Ja, bei mir auch. Man das sieht, es liegt in der Familie. Das Leergut wegbringen. Ja. Wart ihr jetzt schon einkaufen? Ja, wir haben so Snacks geholt. Ich hatte so eine Schoko-Erdbeere und Konrad hatte... Ich hatte Weintraub und so eine komische Frucht. Aber eine Drachenfrucht. Nein. Eine Kaki. Nein. Wie sah die denn aus? Wie eine Riesenpflaume. Ja, auf jeden Fall gehe ich jetzt rein. Hella schmeißt jetzt auch nochmal ihre Pfandflaschen weg. Ich habe 2,70 Euro. Jetzt geht's einkaufen. Leute, wir sind ja gerade hier im Rewe. Und guckt euch mal diese winzige Melone an. Guck mal, wie klein die ist. Die ist fast so groß wie die Pflaume oder was es vorhin einfach war. Leute, ihr kennt ja alle diesen Trick, wo man dieses Teil hier wegmacht. Wir probieren das jetzt mal aus. Also, ich glaube nämlich, dass die einen hier veräppeln wollen. Und das mit dem Äppeln, nein, Spaß, eine Birne. Oh mein Gott, wie schlecht. Also hier mit dem Teil, ihr seht es noch drauf. Sehen wir mal. Steht 203. Jetzt machen wir das Timer ab. Und wiegen das mal. 41. Tja, wer hatte hier recht? Natürlich auch smart, dass Hella bei ihrem Großeinkauf ihre Pfandtüte nimmt. Das war richtig dumm. Da sind schon richtig viele Sachen drin. Sehr kulinarisch. Hella liebt Crumbchips. Ja. Aber komm, hilf gar nicht mit. Nur weil du das Video schaffst, komm, trag alles. Danke. Super. Hella ist erlöst. Konrad darf das hier weitermachen. Aber Konrad, wie sagst du so schön für die Games? Macht man doch alles. Das sage ich halt nie, aber egal. Ich hab's noch nie gesagt. Hella, unsere Backkönigin, entscheidet gerade, ob sie diesen Cheesecake ohne Backen. Das ist ja wohl mal nur nice. Das ist die Erfindung für dich. Ja, ich glaube, ich pack das mit ein. Das wird eingeschoben. Was brauchen Sie sonst noch? Frischkäse brauche ich noch und ja, ich schaue jetzt einfach mal in der Aufschnittabteilung. Was ich da noch so finde. So Leute, da Hella ja ein großer Käseliebhaber ist, dann habe ich das jetzt auch noch mal hier für sie ausgesucht. Und was wir eigentlich auch mal machen können, ist, jeder kauft für den anderen ein. Ich glaube, das wäre auch wär eine richtig witzige Idee. Was haltet ihr davon? Schreibt es in die Kommentare. Ich finde die Idee richtig gut. Ich habe hier gerade dieses tolle Karussell entdeckt und ich bin dafür, Hella, dass du einfach mal eine Runde auf diesem Karussell fährst. So. Nein, ich bin den Frosch. Ich will das checken. Okay. Das ist schon wieder todesschlimm. Das war es einfach schon wieder komplett. Ich dachte, man muss hier Geld reinschmeißen, aber dass es einfach so losgeht, ist ja sau cool. Okay, wir sollten runtergehen, das macht komisch. Ich finde auch, ich glaube, wir sind ein bisschen zu schwer dafür. Wow, Hella, wir haben deine neue Eigenmarke entdeckt. Ja. Hella. Also ich muss sagen, mit Hella war es eigentlich schon sehr, sehr, sehr gerne eine Kooperation. Es wäre einfach cool. Ich habe mich für Volvic Hibiskus-Tee entschieden. Nice. Lecker. Ich nehme Hella Wasser. Hella hat einfach schon diese Donuts aufgegessen. Also aufgerissen, meine ich. Aufgegessen? Die Schmacko? Mhm. Weil ich habe immer das Gefühl bei solchen Donuts, dass sie manchmal so ein bisschen nicht so duftig sind. Kennt ihr das Problem? Nein, nein. Ja, die sind lecker. Aber es reicht mir auch. Ah, die sind aber lecker. Also so ein Biss, es reicht. Finde ich super lecker. Konrad und Marie-Luise haben mir jetzt noch geholfen beim Einkaufen. Und wir haben uns überlegt, dass wir diesen pinken Energy jetzt mal probieren. Ich muss dazu sagen, ich hasse Energy. Also ich probiere das gleich so neutral zu bewerten, wie ich es überhaupt nur kann, weil ich davon eigentlich kein Fan bin und ich es auch nie trinke. Man muss dazu auch sagen, dass einfach kein Zucker enthalten ist. Ich weiß nicht, kann man sehen?
Kein Zucker? Ja, mit Süßstoffen. Ja, klar. Wie haben die das so gemacht? Auf jeden Fall, Geschmacksrichtung Waldbeere hört sich eigentlich ganz gut an. Ich bin gespannt. Scheint auf jeden Fall so nicht so schlecht zu sein. Ist lecker? Lecker. 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 Okay. Schmeckt das so künstlich oder schmeckt das so? Nice. Das schmeckt original so, wie wenn du dir aus der Apotheke Traubenzucker holst, oder? Marie, ich finde es eklig. Jetzt erkenne ich schon in ihrem Blick. Für mich ist das nichts. Ich mag das nicht, dass das halt so künstlich schmeckt, wisst ihr? Aber es schmeckt auch so ein bisschen wie, wie hieß noch diese Brause, die man früher... Ahoi Brause? Ja, Ahoi Brause. Ahoi Brause, genau. Ich finde, es schmeckt original wie diese pinke Ahoi Brause von früher. Also es ist echt nicht eklig, aber es schmeckt halt für mich künstlich und deswegen mag ich es nicht so gern. Du auch mal? Ja. Es schmeckt 1:1 wie Ahoi Brause. Ja, ne? 1:1. Also ich esse den 40. Donut. Hella ist Massephase. Und ja, jetzt, wir haben ja nicht nur den gekauft. Hella ist Massephase. Ja. Du isst einen ganzen Paket Donuts auf. Manchmal muss das auch sein. Wo haben wir denn den anderen? Wir haben noch einen gekauft, weil eine Freundin von mir trinkt immer den roten tatsächlich. Da wollten wir uns jetzt auch mal durchtesten. Der ist jetzt Geschmacksrichtung? Ich suche mal. Birnezimt. Birnezimt. Den wollte Marie-Luise unbedingt ausprobieren. Ich muss ja tatsächlich sagen, das ist ja gar nichts für mich. Birnezimt hört sich komisch an. Wir machen es jetzt trotzdem mal auf und ich probiere das jetzt einfach mal. Nee, einfach nein. Ja. Also erstmal rieche ich. So. Also ich weiß ja nicht, irgendwie, man riecht gar kein Zimt, das riecht einfach nur nach Birne. Der hat 11 Gramm Zucker. Okay. Den trinke ich nicht. Oh, riechen tut er irgendwie nach Hubba-Bubba. Oh, der riecht richtig nach Hubba-Bubba. 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 Und wie hieß das andere nochmal? Ahoi Brause. Und? Also ich muss sagen, ich finde den wesentlich leckerer als den. Ich finde den wesentlich leckerer. Aber ich muss sagen, der... Aber weißt du noch, Marie ist in den Farben an unsere Zimmer gestrichen. Weißt du das noch? Ich hatte eine pinke Wand und Marie ist eine rote. Nee, du hast eine schwarze. Nein, die war schon rot. Rot, ja. Ich hatte eine rote Wand. Ich weiß auch nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Ich glaube, das ist ein Zeichen. Zum Glück gibt es keine weiteren Aufnahmen von meinem ehemaligen Kinderzimmer. Weil ich habe mir irgendwann mal so gedacht, oh, eine rote Wand wäre es voll. Mein Zimmer und dann hatte sie da so Sterne noch dran. So richtig hässliche Sticker. Ja, so Wandtattoos. Das war's wirklich. Ich dachte mir so, dann ist es. Das war's nicht. Aber jetzt nochmal. Obwohl, ich finde, der schmeckt lecker. Der schmeckt wie Birnensaft, aber mit so ein bisschen... Wer trinkt Birnensaft? Maria. Obwohl, Leni trinkt immer Birnensaft, ne? Ja, ich finde Birnensaft auch geil. Es war richtig schön, euch hier so spontan getroffen zu haben. Und ich fahre jetzt weiter. Ah, schön, Hildegard. Schade. 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 Na, dann viel Spaß bei dem, was ihr jetzt noch zu tun habt. Jetzt steigen sie aus, nehmen sie noch ihr Getränk mit. Dankeschön. Sponsert bei Hella Gabbard. Hibiskus-Tee. Hat die gute mehr bezahlt. Willst du das noch mitnehmen? Ruhig haben. Nein, du kannst es ruhig nehmen. Nimm ruhig. Nein, alles gut. Du ich habe hier noch haben. Ein anderes. Nimm ruhig. Nein, nimm es. So Leute, wir sind jetzt mal in eine Autowaschanlage gegangen. Damit mein Auto mal einen guten Waschgang bekommt. Es wird schon alles eingeschäumt. Und da hinten geht es dann gleich auch schon in die Waschanlage rein. Ich finde es irgendwie immer so satisfying, wie die von außen so sauber machen. Das hört sich irgendwie ungesund an. So, ihr Lieben, wir waren mal wieder bei meinem Lieblingsclan Equiva. Und es sieht einfach komplett super aus. Ja, hier gehen wir noch einmal rum. Wow, es sieht richtig klasse aus. Und hier haben wir auch schon wieder Konrad. Und wohin fahren wir jetzt? Zum Pferdestall. Guckt euch, wie kaputt einfach mein Handy ist. Das sieht gar nicht gut aus. Wir sind jetzt zurückgekommen vom Stall. Es hat auf jeden Fall ein bisschen länger gedauert, so wie es immer mit Marie oder mit meiner anderen Schwester läuft, weil die verquatschen sich immer. Falls euch dieses Video gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Denn bei 100.000 Abonnenten gehe ich heute springen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche Freitag wieder. Ciao, euer Conny.